Herzlich willkommen im Jahr 2021 und viele liebe Grüße vom gesamten Team der Firma Marvin Jeske Immobilien an euch alle da draußen auf Facebook, auf Instagram, alle, die ihr zuschaut, für das Jahr 2021 von uns. Die allerbesten, die allerliebsten Grüße, dass ihr gesund bleibt und eure Ziele erreicht, dass ihr glücklich und zufrieden seid. Ihr seht es hier schon, die Ferienhausoffensive ist wieder Thema. Was genau die Ferienhausoffensive ist, wie sie funktioniert, das erklären wir in diesem Video. Also dranbleiben. Ja, die Ferienhausoffensive ist eine groß angelegte Marketingaktion von uns, von unserer Firma. Sie startet dieses Jahr bereits zum 7. Mal und ich habe hier mal exemplarisch 10 Ausgaben des Wochenspiegels mitgebracht aus dem März 2019. Da hatten wir in der Region Eifel-Mosel-Hunsrück inklusive dem Kreis Trier-Saarburg eben in diesen 10 Ausgaben auf dem Deckblatt schon eine Anzeige. Ich zeige dir auch gleich noch mal ein bisschen näher in die Kamera. Hatten wir schon eine kleine Anzeige und hatten dann eine sehr große, auffällige Anzeige im Immobilienteil, auf die wir in den letzten Jahren noch immer wieder ausgezeichnete, sehr, sehr gute Resonanz haben. Wir hatten sehr zufriedene Eigentümer, Verkäufer, wir hatten tolle Immobilien, haben sehr, sehr tolle Eigentümer, neue Eigentümer, Käufer bei den Besichtigungen kennengelernt und nach wie vor ist noch Kontakt zu dem einen oder anderen da und diese Käufer, die neuen Eigentümer dieser Immobilien in unserer schönen Region, die wissen das wirklich zu schätzen, dass sie das Geld in die Hand genommen haben, eine Immobilie in der Eifel, im Hunsrück oder an der Mosel erworben haben und gerade in der aktuellen Zeit des Lockdowns trotzdem die Freiheit hatten, sich am Wochenende oder über die Feiertage ins Auto zu setzen, ohne Buchung, ohne Reservierung, einfach mit Sack und Pack eben in unsere schöne Region zu fahren und zum Beispiel auch bei mir zu Hause in der Eifel, wo noch so hoch Schnee liegt, einfach den Schlitten auszupacken, mit den Kindern draußen Schlitten zu fahren. Die Ferienhausoffensive startet, wie gesagt, in diesem Jahr bereits zum 7. Mal. Wir werden wieder große Anzeigen schalten in den Printmedien, aber auch eben online und in den sozialen Netzwerken dafür werben, dass ihr da draußen eure Immobilien uns anbietet, die sich als Wochenend- und Ferienhaus eignen. Wir haben diese Käufer, wir haben die Kontakte, wir haben die Netzwerke in den Rhein-Main-Sektor, in den Köln-Bonner Raum, aber natürlich auch ins angrenzende Ausland, Luxemburg, Holland, Belgien. Wir haben im letzten Jahr eine Immobilie in Winnerath, ganz in der Nähe von Adenau, an ein glückliches Pärchen aus England verkauft. Ihr seht, internationales Publikum, gutes Klientel, Leute mit gesicherter Finanzierung, kurze Vermarktungsdauer, beste Preise, zufriedene Eigentümer, zufriedene Käufer, ein rundum sorglos Paket für euch. Also, wenn ihr dieses Jahr an der Ferienhausoffensive im Frühjahr, so rum muss es heißen, teilnehmen wollt, dann zögert nicht länger, meldet euch bei uns. Wir zeigen euch, was wir für Möglichkeiten haben, wie es im Detail funktioniert. Das sprechen wir gerne mit euch ab. Also anrufen, E-Mail schreiben, vorbeikommen, so wie ihr möchtet. Wir sind für euch da. Bleibt gesund, erhaltet euch eure gute Laune. Bis demnächst.